Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Neulich im Garten, hier /Blog. Ich glaube, ich habe noch gar nicht über unsere neueste Errungenschaft berichtet. Wir haben uns nämlich vor zwei Monaten Laufenten besorgt. Haben wir geschenkt bekommen, vielen Dank. Und das hat aber nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Eigentlich sollten die dazu da sein, hinten im Garten die Schnecken unter Kontrolle zu halten. In Zukunft. Dies Jahr nicht mehr, aber in Zukunft. Aber es hat nicht so funktioniert. Was haben wir gemacht? Wir haben die zuerst, wie wir die bekommen haben, zu den anderen Hühnern und Enten in den Stall, in das Gehege gesteckt. Also hier, wo all die anderen auch leben. So 3-4 Tage. Und dann haben wir die rausgebuxiert hinten in den Garten rein. Aber da sind sie, die zwei. Aber so wie wir uns das gedacht haben, hat das nicht funktioniert, weil die hatten die ganze Zeit nichts anderes zu tun, als wieder hier zurückzulaufen. Und die wollten immer nur hier rein. Immer nur hier rein. Den Garten, den wir hier anlegen, der ist hinten auf einer Wiese. Und der einzige Zugang ist durch so ein schmales Tor hier. So. Und die haben sich immer wieder zurückgemogelt und haben entweder hier vor dem Gitter gesessen, tagelang. Oder an einer anderen Stelle gesessen, wo es irgendwie ruhiger war. Da vor dem Eingang haben sie gesessen, tagelang, ohne Unterlass. Und haben da mit Schmacht drauf gewartet, dass sie rein können. Und irgendwann habe ich dann die Nase voll gehabt, habe sie dann zu den anderen reingelassen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, weil hier brauchen sie keine Schnecken zu bekämpfen. Hier steht nur das Gewächshaus, das kriege ich selber hin. Eigentlich sollen die ja in Zukunft hinten die Schnecken vertilgen. Und jetzt haben wir uns mal überlegt, um das vielleicht irgendwie doch noch zu regeln. Weil ich bin sicher, wenn ich die da raushole, die werden wieder zurücklaufen. Die werden nichts anderes tun, als hier zurücklaufen. Also wenn man sich das so mal ansieht, das ist doch ein wahres Entenparadies. Ein Riesengarten, Riesenauslauf. Hier können die alles haben, was sie wollen. Und vor allen Dingen im Sommer jede Menge Schnecken. Aber sie wollten das einfach nicht. Und deswegen sind wir jetzt hingegangen und haben uns was anderes überlegt. Wir haben denen sogar einen super Stall gebaut, wo sie sich nachts drin verkriechen können. Ums Verrecken wollten die da nicht rein. Ich meine, das muss doch das Entenparadies sein. Nix. Wir haben nicht mal Kosten gescheut, um denen einen Teich zu basteln. Extra über eBay besorgt und schön eingebuddelt hier. Also, mehr kann so ein Entenherz doch gar nicht begehren. Aber hat nichts genützt. Und deswegen versuchen wir das jetzt auf andere Art und Weise. Wir haben nochmal nachgefragt und haben noch eine dritte Ente besorgt, eine ältere, dass die vielleicht die Jüngeren ein bisschen anleitet. Und die werden jetzt strikt hier draußen gehalten. Also die neue ist da drin, die sehen wir gleich. Und die anderen, die werde ich dann irgendwie hier rüber verfrachten. Und dann wird die Tür hinten zugemacht. Und dann sollen die sich gefälligst hier eingewöhnen und im nächsten Jahr meine Schneckenplage unter Kontrolle halten. Und die neue ist jetzt da drin. Mal gucken. Eine neue Laufente. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was das für ein Geschlecht ist. Aber dem Schnabel nach zu urteilen, ein Menschen, weil ich glaube, die Menschen kriegen so gelbe Schnäbel. Ah, die ist schon ein ganz Stück größer. Wie ich diese beiden Laufenden jetzt allerdings da hinten hinkriegen soll, alleine, das ist so ein Ding. So, die eine ist da, die muss ich mir mal schnappen. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder die restlichen Hühner hinten rauslaufen. Komm her. Ich will sie nicht einfangen. So, darum. Nee. Darum. Genau. Da die Tür raus. Da die Tür raus. Hey, komm. Falsche Richtung. Und ihr bleibt mal schön da, wo ihr seid. So, Stück zurück. Hier geht's nur um Enten. Nein. Ich hab die gleich alle draußen rumlaufen. So, komm, zurück. Genau, in die Richtung. Das ist doch prima. Man hat doch nichts anderes zu tun, was? Die eine hatte übrigens mal eine Beinverletzung.
Die ist dann nur noch gehumpelt, aber das hat sich wieder geregelt. Man sieht das kaum mehr. Übrigens der Entenzweitliebster Aufenthaltsort unterm Walnussbaum. Also gefunden hat sie sie wenigstens schon mal. Und jetzt gucken wir mal, was da draus wird. Unsere neue Errungenschaft. 3 Laufenten. Gut, jetzt hoffe ich wenigstens, dass ich das Problem damit irgendwie gelöst habe. Die ist ein Jahr älter, dass die vielleicht die Jungen, weil die ist von diesem Jahr, dass die vielleicht unter die Fittiche nimmt und mal ein bisschen anleitet, was so ein Entenleben eigentlich beinhaltet und nicht nur die ganze Zeit hinten vor dem Hühnergehege zu sitzen. Und dann hoffe ich auch im nächsten Jahr, das Problem mit den Schnecken halbwegs unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, die zwei ersten, die haben sich nicht ein einziges Mal weiter als 5 Meter in den Garten getraut. Und die ganzen 100 Meter, der Rest da, sind sie nicht gewesen. Ich muss aufpassen, dass sie nicht wieder zurückrennen. Sind sie nicht gewesen. Ob das alles so einfach ist, wie ich mir das denke, wir werden sehen. Gut, wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog oder YouTube-Kanal RR Hase. Noch mehr von Bienen, Enten, Hühnern, großer Selbstversorgergarten, alles was so dazugehört. Bis dann, tschüss.